996, 997, 998, 999, 1000. Oh, Freunde, da seid ihr ja schon wieder. Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Jump Force. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eddie, was läufst du mir jetzt einfach durch den Bildschirm? Ich glaube, es hakt bei dir. Wir holen uns erstmal unsere Kapsel raus, Freunde. Im letzten Part ging es auf jeden Fall richtig rund, ey. Das war ja nicht mehr normal, was da mit Gaara, Kane und allen möglichen noch passiert ist. Mit Toguro oder dem Chef von Togo TV oder dem Wurzel-Terminator. Ihr könnt ihn nennen, wie ihr wollt. Dem einen oder anderen ist es vielleicht bestimmt jetzt gerade schon aufgefallen. Ich habe ein bisschen was bei meinen Haaren gemacht, von meinem Charakter. Weil ich habe mir im letzten Part habe ich mir diese wunderbaren Deko-Schuhe gekauft. Und da haben die Haare nicht mehr ganz dazu gepasst, farblich. Und die habe ich jetzt halt farblich nochmal ein bisschen angepasst. Aber mehr eigentlich auch nicht, Freunde. Und ich würde jetzt auf jeden Fall weitermachen. Wir können gleich mal gucken, wo es hingeht. Und zwar können wir zum Missionsschalter gehen oder wir gehen ins Beta-Bereich, wo Ruffy ist. Da gibt es scheinbar auch irgendwas zu tun. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal runter und checken dort die Lage, Freunde. Ich finde das super cool, mit diesem Freezer-Kapsel hier rumzufahren. Also es macht echt Spaß. Deswegen nutze ich am liebsten auch irgendwie das Teil hier. Aber jetzt erstmal runter zum Beta-Bereich. Yoshi! Minna zumatta na. De, nan nan da? Kurohige no mokugeki joufou ga haitta tte hanashi da. Aits mo kono sekai ni kiten no ka? Doumo, Matterhorn to Mexico toyu basho de hobo doujikoku ni mokugeki sareta toyu hanashi jo. Rei no replika ka? Dochira ni seyo. Okay, Freunde, dann wissen wir auf jeden Fall, was wir jetzt zu tun haben. Wir gehen jetzt ganz kurz nochmal in den Laden. Ich möchte nämlich nochmal kurz was gucken, was wir hier bei Ruffy kaufen können. Also im Ruffy-Bereich halt, One-Piece-Bereich, wie auch immer. Weil ich habe gesehen, dass man irgendwo Astas Schwert kaufen kann und das würde ich ganz gerne haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ist. Scheinbar nicht. Okay. Was können wir hier oberkörpermäßig kaufen? Also so wie das aussieht, kann man immer die Klamotten hier kaufen von den Teamkameraden, die man halt später noch hier kriegt, Freunde. Oh, das sieht ziemlich cool aus. Das ist aber, glaube ich, von Kenjiro. Das sind jetzt nicht so meine Klamotten hier. Und Outfits, also beziehungsweise die Zubehörsachen, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Heißt, wir gehen nochmal ganz kurz in den Goku-Bereich. Ich glaube, wir müssen sonst eh irgendwo nicht anders hin. Also von daher ist es egal, wo wir hingehen. Wir können ja die Mission von überall starten. Was ich auch cool finden würde, wenn man weitere von diesen Vehicles hier freischaltet. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass per DLC da auf jeden Fall auch noch das ein oder andere nachgereicht wird. Aber ich hoffe, dass man die auch irgendwie anders noch kriegen kann, wenn irgendwelche krassen Events da sind oder so. Dass man sich da irgendwas freischalten kann oder so. Würde ich persönlich halt extrem cool finden. So, aber jetzt schauen wir mal, ob es hier das Asta-Schwert gibt. Da habe ich nämlich voll Bock drauf, das auf meinem Rücken zu tragen. Ja, und da ist es. Und das kostet sogar nur 2000. Das werden wir uns gleich mal kaufen. Ja, da habe ich voll Bock. Ich denke, das ist auch ganz cool. Man könnte natürlich auch hier das Schwert von Ichigo kaufen oder so. Aber das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Weil die meisten sowieso, was ich ehrlich sagen muss, gesehen habe, dass die meisten das sowieso schon haben. Und das ist jetzt nicht so mein Fall. Was wir aber kaufen könnten, wäre das hier. Ich weiß nicht, ob das gut aussieht, aber wir können es eigentlich mal holen. Was sagt ihr, Freunde? Ich weiß nicht. Also im Blau, also da ist aber dann dieser Rotakzent an der Schulter. Ich weiß nicht, ob das so geil aussieht. Ihr könnt ja mal so in die Kommentare reinschreiben, so Vorschläge. Ich werde es jetzt mal nicht kaufen, weil 5000 ist schon ein bisschen arg viel Geld. Aber wir werden uns jetzt das erstmal ausrüsten, das Schwert hier, und gucken mal, wie das aussieht. Okay, Freunde, da haben wir das Schwert. Zack, und so sieht das schöne Stück aus, Freunde. Ich weiß nicht, hat das irgendwie einen besonderen Namen, das Schwert? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich nenne es jetzt einfach mal Asta-Schwert. Aber ihr dürft es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann habe ich auf jeden Fall auch einen Namen. Sieht natürlich jetzt ein bisschen komisch aus, weil das so ein bisschen weiter weg vom Rücken klebt irgendwie. Aber hey, im Kampf wird das jetzt sowieso nicht auffallen, weil man den Charakter meistens sowieso so sieht beim Kämpfen. Daher ist das alles cool. So, jetzt machen wir aber erstmal eine Mission, Freunde. Denn wir wollen natürlich auch Story weitermachen. So ist es nämlich nicht. Schlüsselmission, ich denke jetzt... Oh nein, warum so viele? Och nein, ey, wir müssen wahrscheinlich wieder voll viele Charaktere retten. Dies, das, Ananas, oh Mann, ey. Gut, dann will ich gar keine Zeit verschwenden, dann fangen wir direkt an, Freunde. Mit der Pegasus-Ritter. Ich habe euch zusammengerufen, damit ihr das neueste Mitglied der Jump Force begrüßt. Tut mir leid, kein Interesse. Aber hört mir doch wenigstens zuerst an. Als seine Heimatwelt von den Venoms angegriffen wurde, war er einer derjenigen, die sich erhoben haben und gekämpft haben. Aber nun steht er unter Kontrolle eines schwarzen Kubus. Wo ist er jetzt?
New York, das wird eine gefährliche Mission, aber ich weiß, du kannst es schaffen. Pah, na gut, ich mache es. Okay, Freunde, das war die unnötigste Cutscene überhaupt. Ha, ich mache es. Dafür musste ich einen Ladebalken gerade abwarten, bis ich mir das anhören durfte. Für diesen einen nicht mal Satz, aber na gut. Da muss ich halt durch, Freunde. So, ich finde das mit dem Schwert sieht ziemlich cool aus. Schreibt mir das auf jeden Fall nochmal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Ich bin natürlich auch immer so ein bisschen interessiert, wie ihr so meinen Charakter findet. Weil das ist ja natürlich auch irgendwo unser Story-Charakter, Freunde. Deswegen ganz gerne auch ein bisschen Meinungen reinschreiben. Nur, solange es kein dummer Hate ist oder so. Deswegen, ja, dein Charakter sieht scheiße aus. Damit kann ich nämlich nichts anfangen. Finde ich das ziemlich cool sonst immer. So, finale Impact. Scheiße, er setzt sein Ulti ein. Verdammte Kacke. Hau ab, hau ab, hau ab. Kann ich's blocken? Nein, er hat mich voll erwischt. Oh mein Gott, jetzt kommt's drauf an. Verliere ich die erste Runde? Nein, er hat mich besiegt, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hätte mich die Ulti nicht... Ich habe nämlich den finalen Impact gemacht, da kann ich mich halt nicht bewegen. Oh mein Gott. Okay, Freunde, neues Glück. Neue Runde. Oh Mann, ey, das war gerade echt bescheuert, ey. Das hätte man sich echt sparen können. Oh Mann, ey, da habe ich kurz einmal nicht aufgepasst und schon kriege ich die halbe Ulti ab hier. Tut mir leid, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. So, easy gegrabbt. Da wollte erstmal mir so eine Schlagkombo reindrücken. Bitteschön, Alter. Leg dich niemals mit mir an. Niemals. Glaub mir, diesen Kampf verlierst du. Ich finde das voll cool mit dem Schwert. So. Ich finde auch, die Haare sehen ein bisschen besser aus jetzt. Wenn ihr euch das mal vergleicht mit den ersten Parts, wo die Haare nochmal ein bisschen anders sahen aus, von der Farbe her. Ich muss schon sagen, dass jetzt mit diesem dunkleren Blau sieht es doch nochmal ein bisschen besser aus. Ich liegt es auch einfach nur an den geilen Schuhen, Freunde. Ich habe keine Ahnung. Scheiße, und ich krieg wieder die Ulti ab, weil ich gerade das KMMH mache. Verdammte Scheiße, Alter. Boah, das wäre so lustig gewesen, wenn man das damit blocken hätte können oder so. So, probieren wir es nochmal. Kame, Kame, ha! Sehr schön. So, 1080 Sinnesphönix. Das hat nichts gebracht. Aber was wir machen können, ist... Oh, Delaway. Detroit Smash You. Alter, mit dem Schwert sieht das noch viel geiler aus im Hintergrund. Wie das Schwert sogar eine Aura dabei hat dann. Alter, sieht das cool aus. Oh, wieso hat er das überlebt? Dann machen wir es eben so. Das könnte auch ein richtig cooler Finisher sein. So ein kleiner Mini-Finisher. So. Gefällt mir. Gefällt mir. Feier ich. Er weiß vielleicht nicht mehr, wer er ist. Wohl aber, wie man kämpft. Spooky, du bist dran. Umbras Kubus wird geborgen. Gute Arbeit, Sasuke. Spooky. Du musst Seiyas sein. Willkommen in der Umbras-Basis. Wenn ich euch Probleme bereitet habe, entschuldige ich mich. Ach was, schon vergessen. Alles, was zählt, ist die Zukunft. Du hast recht. Dankeschön. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Der fehlt uns gerade noch. Hey, Direktor. Wer ist das neue Mitglied von Team Gamma? Ich bin Pegasus Seiya und einer der Saints von Athena. Es ist mir eine Ehre... Eine Ehre, euch kennenzulernen. Okay, Freunde, weiter geht's mit der nächsten Mission. Ich bin nicht so der Fan von diesen... Ich rette jetzt mal... Alter, da kamen jetzt schon wieder welche dazu. Waren das nicht gerade 6? Lol, kam da jetzt... Was? Okay, der Drachenritter, da machen wir die jetzt mal. Sieh dir das hier mal an. Shiryu, was macht er hier? Also ist es wahr. Dieser Mann ist ein Saint, genau wie du. Unglücklicherweise steht er auch unter der Kontrolle eines Kubus. Bitte entsenden Sie mich, Direktor. Ich muss ihn retten. Ich glaube an dich, aber ich kann dich nicht alleine gehen lassen. Was? Shiryu ist ein Freund und ein Saint, der dir ebenbürtig ist. Wenn zwei derart mächtige Saints aufeinanderprallen und ihre Fähigkeiten gegeneinander richten würden, denkst du nicht, dass das alles bereits gefährlich wäre? Woher wissen Sie das, Direktor? Das erzähle ich dir später. Spooky, du wirst ihn begleiten. Ich weiß, ich kann dir vertrauen. Shiryu, das ist die Zuflucht. Ich werde niemanden einlassen. Shiryu, erkennst du mich denn nicht? Hast du deinen Eid als Saint vergessen? Shiryu, komm wieder zu dir. Das bist doch nicht du. Okay, Freunde, jetzt müssen wir auch noch gegen die Saints kämpfen. Gerade haben wir ja Pegasus besiegt und jetzt hier Shiryu. Könnt ihr die Serie empfehlen? Weil ich habe mir schon öfters mal überlegt, die mal anzufangen. Schreibt mir das mal rein, falls einer von euch das gesehen hat. Würde mich echt mal interessieren. Ich meine, die waren ja auch schon bei J-Stars dabei. Deswegen bestand damals schon so ein bisschen die Interesse.
Aber ja, gerne mal reinschreiben, Freunde. So, das hat er gut geblockt, aber das habe ich auch schön gekontert. So, finale Impact. Zack. Oh, hat er geblockt. So. Oh, ich habe mir schon sagen lassen von vielen, dass die CPU später sehr viel am Blocken ist, was übelst nervt. Ich hoffe, dass die damit nicht zu krass übertreiben später. Dass man, ja genau, das meine ich jetzt hier. Oh Gott, ey, darauf habe ich gar keinen Bock. So, weiter geht's hier. Dass die gar keine Chance. Und Sprint. Okay, den Sprint kann man leider nicht mit der Combo verbinden. Das dauert einfach zu lang, weil der Sprint muss ja ganz kurz aufladen. Das sieht ja immer so aus, als ob ich meine Energie dabei lade. Aber das tue ich nicht, sondern zack. Nein, er setzt die Ulti ein. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder tot. Bitte nicht. Oh nein. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt, oh mein Gott. Ich darf jetzt mich echt nicht mehr treffen lassen. Weil sonst endet das Ganze hier ganz, ganz, ganz kritisch. Und das wollen wir nicht, Freunde. So. Schön auf Entfernung halten. Weil die setzen das immer so überraschend ein, die Attacke. Man, wie gesagt, das habe ich ja schon in den letzten Parts gesagt. Man sieht ja nicht, man achtet nicht immer drauf, ob der Gegner jetzt den Ulti-Balken voll hat oder nicht. Und wenn man das nicht bedenkt, so wie ich jetzt in dem Fall, und dann einfach sprintet und er dann die Ulti eintriggert, uff, dann war's das, Freunde, dann war's das. Das muss ich mir echt noch irgendwie aneignen, so ein bisschen. Ach, Shiryu meint es wirklich ernst. Er hält sich nicht zurück. Das also ist das Aufeinandertreffen zweier Saints identischer Stärke. Der tausendtägige Krieg. Keine Sorge, Direktor. Der nächste Angriff wird es beenden. Umbras Kubus wird geborgen. Das habt ihr alle sehr gut gemacht. Ich muss dir danken, Spooky. Wären es nur Saint und ich gewesen, wären wir womöglich den Venoms zum Opfer gefallen. Würden Sie mir nun bitte sagen, Direktor, woher Sie wussten, was passieren würde? Ich habe einen Tipp bekommen von jemandem, der euch beide kennt. Was? Wer soll das sein? Es tut mir leid, aber die betreffende Person bat mich um Schweigen. Aber du kannst es den Willen Athenas nennen. Sie machen doch Witze, oder? Nun ja, es könnte tatsächlich ihr Wille sein. Shiryu, willst du denn gar nicht die Wahrheit erfahren? Ich weiß nur, dass wir beide zusammengeführt wurden, inmitten dieses Wahnsinns. Dafür bin ich Athena zum Dank verpflichtet. Ja, da hast du recht. Ich bin Drache Shiryu, Saint gelobe feierlich, dass ich von nun an die J-Force unterstützen werde. Wir freuen uns, dich an Bord zu haben. Boah, Freunde, das fand ich gerade ein bisschen weird gemacht, wo er gesagt hat, der Pegasus hier von wegen, ja, der letzte Schlag wird es eben schaffen. Schwarzblende liegt plötzlich auf dem Boden. Ja, moin, dachte ich mir gerade nur so ein bisschen. Aber gut, das müssen wir leider akzeptieren. Das sind halt so kleine Sidequests. Ist ein bisschen cringy, aber was will man machen? Weitergabe der eigenen Künste. Spooky, Trunks, in New York wurden Venoms gesichtet. Außerdem deutet einiges darauf hin, dass es dort auch einen neuen Krieger der Jump-Welten gibt. Komm schon, Spooky. Oh Mann, die Stadt ist komplett verwüstet. Das Signal der Venoms kann von irgendwo hierher. Ich suche hier und du übernimmst die Richtung dort, Spooky. Ich glaube, das wird nicht nötig sein. Wer bist du? Mein Name ist Kenjiro und heute werdet ihr sterben. Wird er von einem Gruß kontrolliert? Dank euch ist meine Welt der Flammen zum Opfer gefallen. All diese unschuldigen Leben einfach so ausgelöscht. Und jetzt werdet ihr dafür mit eurem Leben bezahlen. Halt, wir haben nichts getan. Du bist... Nicht du selbst. Du irrst dich. Diese schwarze Aura ist nichts als Trauer. Und meine Überzeugung, im Namen der Liebe zu kämpfen. Sieht so aus, als wären wir gezwungen zu kämpfen. Dann legen wir mal los, Spooky. Okay, Freunde, Kampf gegen Kenjiro beginnt jetzt. Der eine oder andere wird ja von euch bestimmt Nino Taku kämpfen. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dieses Wata, was Nino immer am Ende seiner Videos sagt, das kommt von diesem Charakter, Freunde. Wata! Wenn ich da irgendwie falsch liegen sollte, gerne verbessern, Freunde. Aber so habe ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Und ich sehe gerade, dass unsere Angriffe auch geschwächt wurden. Das seht ihr immer unter den Leben. Jetzt ist es wieder weg. Das ist ja belastend. Es ist ja belastend, wenn unsere ganzen Leben oder beziehungsweise unsere Attacken ein bisschen geschwächt werden, was da los ist. Mal ein bisschen mit Akzent hier gesprochen, Freunde. Denn ich bin der Schwab. jetzt rastet er aus. Uiuiui. Jetzt müssen wir aufpassen, Freunde. Jetzt, da passe ich auf. Alter, wie geil der sich bewegt dabei. So, haben wir aber easy geschafft, Freunde. Die Kämpfe sind bis jetzt noch relativ einfach. Auch wenn ich einmal verloren habe. Aber das war halt ein dummer Fehler, den ich gemacht habe. Kenjiro, ich kann deine Trauer nachvollziehen. Mein eigener Planet hat dasselbe Schicksal erlitten.
Deine Trauer mag echt sein, aber deine Entschlossenheit, für die Liebe zu kämpfen, ist es nicht. Du wirst von einem bösen Willen manipuliert. Spooky, schnapp dir den Kubus. Kenjiro, ich habe eine Bitte an dich. Bitte schließ dich uns an und hilf uns, die Welten zu retten, im Namen der Liebe. Nun gut, so soll es sein. Lasst uns gemeinsam kämpfen. Danke. So, Freunde, wir gehen jetzt mal ganz kurz mal die Attacke wechseln. Oder beziehungsweise wir gehen uns eine neue Attacke mal kaufen. Weil wir haben jetzt ein bisschen Geld bekommen, Freunde. Da können wir bestimmt die eine oder andere Attacke kaufen. Dann müssen wir jetzt aber mal ein bisschen hinhalten hier. Wie gesagt, ich würde ganz gerne diese Sinnesphönix-Attacke und ich habe nochmal irgendeine, glaube ich. Die würde ich ganz gerne wechseln. Ich glaube, das Kamehameha. Dass wir die zweimal austauschen. Ich muss halt auch die gescheite Attacke finden, weil ich möchte mir nicht irgendeine Scheiße kaufen. Da habe ich echt absolut keine Lust drauf. Wenn wir da irgendwas Cooles finden, wo ich sage, das könnte mir gefallen, dann würde ich das natürlich auch nehmen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich glaube, es gab eine Attacke von... genau, wo ist denn die? Von Eisen. Es gab's, ja, genau, hier sind sie. Schwarze Sarg und spaltende Leere. Wenn ihr euch die zwei Sachen kauft, eieiei, da habt ihr eine richtig starke Kombo, Freunde. Das machen wir jetzt mal. Die kaufe ich mir beide. Schwarze Sarg und spaltende Leere, das ist wirklich, ja. Also, wer das noch nicht gesehen hat, der muss das sehen, Freunde. Glaubt mir. So, aber ich werde jetzt erstmal die zwei Attacken hier kurz ausrüsten, Freunde. Und zwar kann man das, glaube ich, hier machen. Genau, Fähigkeiten anpassen. So, jetzt muss ich mir kurz die Steuerung angucken. Viereck, genau, da bei Viereck machen wir die spaltende Leere hin. Und bei Dreieck machen wir schwarzer Sarg hin. Ja, Freunde, das ist so eine miese Kombo, die zwei Attacken zusammen zu kombinieren. Ihr braucht dafür vier Balken und wenn ihr das richtig einsetzt, dann könnt ihr dem Gegner massiven Schaden einhauchen. Und das sollte auch einfach einzusetzen sein. Aber ich werde es euch jetzt mal demonstrieren gleich bei der nächsten Mission. Die auf den Namen, lasst mich kurz gucken, Ersatz Shinigami heißt. Okay, mal gucken. Es gibt Berichte über einen jungen Mann mit einer dunklen Aura. Ich will, dass ihr der Sache nachgeht. Stammt die Person von der Jump-Welten? Vermutlich. Sein Name ist Ichigo Kurosaki. Er habe die Macht eines Shinigami, also seid vorsichtig. Shinigami? Klingt wie Botan. Macht für mich keinen Unterschied. Komm, Spooky. Ich spüre Seelenenergie, oder ist es Dämonenergie? Wie auch immer, das muss er sein. Die Macht des Kubus wird verschlungen. Komm schon, zeig mir, was du kannst. Okay, Freunde. So, was ihr braucht, sind auf jeden Fall vier Balken. Wenn ihr keine vier Balken habt, dann könnt ihr nur eine Sache einsetzen. Deswegen bringt das nicht viel. Haut euren Gegner erstmal so ein bisschen weg, Freunde. Und dann direkt aufladen. Direkt. So, ich habe fünf Balken. Aktiviert die spaltende Leere und dann hebt den Finger. Und jetzt achtet mal auf die Leben. Er verliert schon die ganze Zeit dabei Leben. Kann nicht durch die Mauer durch. Und wenn das Ganze ausgeführt wird, sieht das Ganze so aus und verliert Unmengen an Leben, Freunde. Ist eine miese Kombo, aber braucht halt vier Balken. Ich weiß nicht, ob ihr online das hinbekommen werdet, weil man kann natürlich um die Mauer herum, das funktioniert. Und man kann ihn dann auch treffen, aber wie gesagt, es ist halt zeitfressend. Erst die Mauer, dann den Scheiß hier aufladen. Ulti müsste durchfliegen. Ich glaube, er fliegt durch. Scheiße. Okay, geht nicht so weit. Also können wir wieder den Finger heben. Ah, verdammt. Moment. So. Und jetzt erstmal spaltende Leere und wieder schön den Finger heben, Freunde. Und er verliert die ganze Zeit dabei Leben. Er kann auch nicht dagegen sprinten oder so. Das geht einfach nicht. Und wenn ihr das aufgeladen habt, dann ist einfach Ende Gelände bei Ichigo. Das ist so eine miese Kombo. Ich wollte euch das einfach nur mal demonstrieren, wie einfach es ist, die NPC zu besiegen mit so einer Kombo, Freunde. Ob ich das dabei behalten werde, mal gucken, Freunde. Aber für den Part auf jeden Fall jetzt erstmal. Jetzt, Spooky. Umbras Kubus wird geborgen. Wo bin ich? Autsch. Habt ihr mir das angetan? Wir schlagen ganz schön fest zu, was? Ich kann auf jeden Fall wieder klar denken. Wer seid ihr, Typen? So viel dazu. Meine Welt wurde von den Venoms vollständig überrannt. Hört sich an, als ob alle Welten gerade Probleme hätten. Ich kenne nicht alle Details, aber unsere Soul Society ist besorgt. Sie sagen, es sei gefährlich, wenn die Jump-Welten verbunden sind. Also bist du hier in der echten Welt, um uns zu kontaktieren. Genau, ich kann nicht glauben, dass ich so einfach und schnell überwältigt wurde. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Ich muss tief im Innersten blicken, um meine Kraft zu finden.
Tue ich das nicht, wird unsere Welt den Venoms zum Opfer fallen. Wir stecken hier alle gemeinsam drinne. Ichigo Kurosaki, Ersatz Shinigami zu Diensten. Freunde, schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr diese Combo in Anführungsstrichen findet. Versprecht mir nur eins, nutzt das nicht wie die Idioten im Online, weil das ist echt scheiße. Ich werde es auch nicht machen. Wenn mir einer dumm kommt, werde ich den Scheiß auch so einsetzen. Aber versucht das nicht zu machen, weil das ist nicht der Sinn und Zweck. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie so zwei starke Attackeneisen gegeben haben. Aber gut, irgendwas haben sie sich wohl scheinbar dabei gedacht. Was? Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal weiter mit der nächsten Mission. Die aufgeweckte Jugend. Spooky, Piccolo, ich will, dass ihr euch nach Mexiko begebt. Dort soll sich ein Bewohner der Jump-Welten herumtreiben. Und bitte beeilt euch, bevor die Venom ihn finden. Verstanden, Spooky. Bist du bereit? Bin ich. Danke, dass du mir Gesellschaft leistest. Wer bist du? Mein Name ist Dio. Du sollst dich geehrt fühlen, dass du mir aufgefallen bist. Was soll das hier werden? Würdest du mir bitte deine wahre Stärke zeigen? Warum? Was hast du vor? Nichts, wovor du Angst haben müsstest. Ich möchte dich nur jemanden vorstellen. Dem Mann, der die Venoms kontrolliert. Er ist derjenige, der dich in diese Welt gerufen hat. Du Elend. Vorsicht, ich kann das Ki der Venoms spüren. Verdammt, wir sind zu spät, Spooky. Wie hieß gerade die Mission? Die Kraft der Jugend? Warum kommt da Yugi oder so? Was hat er mit der Kraft der Jugend zu tun? Das ist doch eher All Might oder so. Und die gibt's nicht mal im Spiel, Freunde. Aber okay, interessant. Das, was ich gerade eingesetzt habe, diese Dings-Attacke, schwarze Sarg, das könnt ihr natürlich auch so einsetzen, aber so könnt ihr halt dann auch getroffen werden. Dementsprechend ist das auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, weil irgendwann, also er hat mich jetzt zweimal geschlagen, ich glaube, er muss mich mehrmals schlagen und dann haut er mich auch aus der Combo raus, Alter. Ich kriege jetzt Slifer voll ins Gesicht, scheiße. Kann man natürlich den Typen auch trotzdem aus der Combo raushauen. Man muss halt nur ein bisschen öfter draufhauen. Und dann fliegt er auch raus. Eie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 
Ansonsten muss ich eben hier erstmal das hier wieder einsetzen und den Scheiß hier. Damit kann ich jeden Helden besiegen. Selbst All Might. Habt ihr gesehen, wie er abgeprallt ist? Und schon wieder. Er kommt da einfach nicht durch. NPC ist einfach zu doof. Wenn ich schlau wäre, würden die jetzt einfach vorbeilaufen um die Mauer und mich dann halt voll ballern. Oh fuck, ich habe Charakter gewechselt. Zählt das noch? Oh, es zählt noch sehr gut. Komm, hau mich mal ein bisschen, dann kann ich mal die Ulti von Boruto zeigen. Denn schon. Komm, Smashy. Schlag mich. Komm, schlag mich. Komm schon, ich weiß, dir gefällt das. So, probieren wir es mal. Erstmal Ulti, Freunde. Das sieht so geil aus. Bam, Alter. Und natürlich noch schön das Rasengan mitten rein. Und tschüss. Easy. Was, das hat er überlebt? Dann hauen wir noch das Ki oder das Sengan raus. Das erwischt ihn auf jeden Fall, Freunde. Dieses schöne, unsichtbare Rasengan. Das gefällt mir. Ninja Spooky, tu es. Umbras Kubus wird geborgen. Keine Sorge, du bist jetzt in Sicherheit. Gut gemacht, ihr alle. Willkommen bei der Jump Force, Izuku Midoriya. Wir möchten, dass du an unserer Seite kämpfst und uns dabei hilfst, die Welt vor den Venoms zu retten. Ich habe kein Recht, ein Held zu sein. Ich möchte Leuten helfen, die in der Klemme stecken, und ich darf mich nicht von meinen Gegnern verstecken. Aber dieses Gefühl hat der schwarze Kubus benutzt, um mich zu kontrollieren. Keine hier macht dir deswegen Vorwürfe. Vielleicht nicht, aber ich tue es. Ich war einfach zu schwach. Ich kann nachvollziehen, was du über das Heldendasein denkst. Aber ist dein Traum nicht so fragil, dass er durch eine einzige Niederlage vernichtet werden kann? Nein, mein Traum bleibt bestehen. Ich möchte in die Fußstapfen von All Might treten und der größte Held aller Zeiten werden. Das klingt doch schon viel besser. Vergiss es nicht und alles wird gut. Danke. Okay, Freunde, Midoriya ist mittlerweile auch im Team. Jetzt werden wir noch die letzte Schlüsselmission machen, und zwar jener ohne Magien. Da wette ich um 1000%, dass das Asta sein wird. Würde natürlich auch passen, erst Deko, dann Asta. Die Serien, die jeweils nur einen Charakter hier aktuell im Spiel haben. Deswegen, ja, gucken wir mal. Ein seltsamer kleiner Rabauke? Wie? Erzähl mir mehr. Sieh dir mal diese Aufzeichnungen hier an. Siehst du den jungen Mann mit dem großen schwarzen Schwertern? Er scheint unter der Kontrolle der Kuben zu stehen, und dennoch, er kämpft nicht an der Seite der Venoms. Er feilt lediglich an seinen Schwertfähigkeiten. Und er droht allen, die ihn belästigen, sogar den Venoms. Also willst du, nehme ich an, dass ich selbst herausfinde, was es mit dem Kind auf sich hat? Ja, genau. Verstanden. Spooky, wir brechen auf. Ich frage mich, was ihn antreibt. Nun, wir denken, wir werden es bald wissen. Okay, Freunde, ich musste ja irgendwie schon so gerade ein bisschen schmunzeln, wo ich das vorgelesen habe mit Zorro. Ja, wir brechen auf. Wenn Zorro alleine nach San Francisco, ja, das ist San Francisco, da ist die Golden Gate Bridge da hinten. Wenn der da alleine nach San Francisco reisen würde, der würde sich sowas von verlaufen, Freunde. Deswegen finde ich das so lustig irgendwie. Aber gut, er hat ja mich an der Seite gehabt, Freunde, deswegen. Ja, er hat's gut geschafft, Freunde. Er hat es relativ gut geschafft hier. So, jetzt kriege ich hier gerade ein bisschen auf die Fresse. Nicht so geil. Und jetzt durchsprinten. Zack. Da kann er nämlich nichts machen. Das ist so eine miese Kombo. Aber ich feiere es. Ich feiere es total. So. Nochmal ein Grab hier. Komm, hau ab. Zack. Wir haben das selbe Schwert sogar. So, wir können jetzt auch unsere Ulti einsetzen. Aber was wir davor machen, erstmal. Fuck. Erstmal ihn angreifen. Scheiße, warten. Oh, das wird nicht treffen, mein Sohn. Das wird jetzt nicht treffen. Nee. So, und jetzt warum hat es nicht geklappt? Jetzt, genau. Zorro, mach mal weiter. Sehr gut. Und jetzt beenden wir das Ganze schön mit unserem Delaware Detroit Smash hier. Und Asta, hör auf rumzuschreien, es nervt. Easy besiegt, Freunde. Wieso? Ich wollte gerade schon sagen, ey. Wieso das überlebt, ey. Dieses Erledigt, das kommt echt sehr spät. Und zwar sehr oft sogar. Jetzt, tu es, Spooky. Umbras Kubus wird geborgen. Oh, endlich kann ich wieder bewegen. Danke. Also, wer bist du überhaupt? Das ist Spooky. Wir reden über alles, wenn wir in der Basis sind. Mein Körper wurde also von einem schwarzen Kubus übernommen? Aber mein Geist war noch immer so scharf wie ein Messer. Nur dein Körper wurde kontrolliert, wie? Höchst ungewöhnlich. Asta, hast du eine Ahnung, wie das passieren konnte? Nun, ich wurde ohne magische Kräfte geboren. Vielleicht hat der schwarze Kubus das nicht gepasst. Ich verstehe. Ich glaube zwar nicht, dass sich die Kuben für Magie interessieren, aber... Was ist los? Dieser Typ war stark genug durchzuhalten, während sein Körper besessen war, richtig? Mehr müssen wir nicht wissen. So ist es. Wir brauchen Helden wie ein mit eisernen Willen. Das heißt, ich darf mich euch anschließen? Natürlich, Asta. Die Jump Force würde sich geehrt fühlen.
Großartig, dann bin ich dabei. Okay, Freunde, wir haben jetzt alle Missionen eigentlich geschafft. Ich verstehe nicht, warum da jetzt schon wieder Mission aufleuchtet. Sagt bloß, wir haben jetzt wieder so eine Schlüsselmission. Oh, der unsterbliche Krieger. Es geht weiter, Freunde, es geht weiter. Okay, eine müssen wir nur scheinbar wohl noch machen. Dann ziehen wir die natürlich auch durch, Freunde. Halleluja, aber das ist wirklich die letzte, weil wir sind schon vom Rohschnitt jetzt hier 50 Minuten drüber. Ich weiß nicht, wie das am Ende aussehen wird, das Video, wie lange, aber... ja. Da könnt ihr mal sehen, wie lange ich eigentlich hier dran sitze an so einem Video, Freunde. Nur der Aufnahme, ja. Aber gut, die machen wir noch. Wir haben einen Bericht erhalten, wonach der Bewohner einer Jump-Welt unter der Kontrolle eines schwarzen Kubus stehen soll. Ihr müsst euch dorthin geben. Nach dem suchen wir. Er soll sich um einen Schwertschwinger namens Kenshin Himura handeln. Er ist auch als der legendäre Assassine mörderischer Batusai bekannt. Mörderischer Batusai? Ein legendärer Assassine? Klingt verdammt stark, ich kann es kaum erwarten, mit ihm zu kämpfen. Wenn wir ihn rekrutieren können, wäre er ein mächtiger Verbündeter. Tu, was immer notwendig ist. Sie können sich auf mich verlassen, Direktor. Spooky, komm schon. So, das ist also der mörderische Batusai. Ja, komm schon, zeig's mir. Okay, Freunde, ich hoffe mal, der letzte Kampf jetzt auch noch gegen Kenshin, Alter. Okay, aber da denke ich mal, dass... oh, da hat er mein Schild gebrochen. Da wächst jetzt aber mal zu Asta, dass wir mal den ein bisschen spielen können, Freunde. So, ich glaube, den habe ich als Gameplay noch gar nicht so genutzt, außer auf meinem Zweitkanal. Ja, ich habe einen Zweitkanal, Freunde. Einfach mal abchecken. Ist auf meinem Kanal auch verlinkt. Einfach mal gucken. Black Pelican! Boah, das sieht cool aus. So, dann haben wir noch das Schicksalsschwert. Das können wir auch gleich alles einsetzen, Freunde. Oh, da macht er seine Ulti. Hat nichts gebracht. Das ist das Schicksalsschwert. Bam, Alter, sieht das cool aus. So, und dann haben wir noch das Entscheidungsschwert. Heißt das wirklich Entscheidungsschwert und Schicksalsschwert im Anime? Also Black Hurricane kenne ich. Habe ich schon gesehen. Aber heißt das wirklich so Entscheidungsschwert und Schicksalsschwert? Gerne mal reinschreiben, Freunde. Würde mich mal interessieren. So, jetzt komm, blühe mich mal ein bisschen. Reicht schon? Fuck. Hat nochmal Glück gehabt. Jetzt bin aber ich dran mit meiner Ulti. Black Asta. Oh, Alter. Guckt euch das mal an. Nice, Alter. Nice, Alter. Sah das cool aus. Also ich mag Asta in dieser Form. Gefällt mir auf jeden Fall. So, die Mission haben wir auch geschafft. Spooky, tu es. Umbras Kubus wird geborgen. Gut gemacht. Kenshin Himura wurde erfolgreich gerettet. Spooky, Asta, das war sehr gute Arbeit. Was ist los, Kenshin? Ich hatte geschworen, nie zum mörderischen Batusai zu werden. Das werde ich mir niemals verzeihen können. Aber das ist doch gar keine große Sache. Hier, da hast du mich getroffen. Ist nur ein kleiner Kratzer. Aha, ouch, ouch, ouch. Alles in Ordnung? Kein Problem, ich habe schon ganz andere Dinge überstanden. Das ist nun wirklich nicht der Rede wert. Ha, das ist ja gar nichts. Obwohl du kontrolliert wurdest, hast du nicht getötet. Hochachtung. Der mörderische Batusai wurde nirgends gesichtet. Ich war nur ein unbekannter Wanderer und sie haben so viel riskiert. Ich stehe in ihrer Schuld. Ich danke ihm, indem ich mein Schwert ihnen ihre Dienste stelle. Juhu, Freunde, wir haben alle Missionen abgeschlossen. Gott, ist das Befreiung, Freunde. Wir müssen jetzt als nächstes wieder zu Ruffy. Da geht es dann auf jeden Fall weiter. Ja, das sollte es dann aber gewesen sein. Ich kann schon echt nicht mehr sprechen, Freunde. Gewesen sein von diesem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt eure Meinung ganz gerne in die Kommentare, Freunde. Das sollte jetzt aber auch das letzte Video gewesen sein vor dem ersten offiziellen Jump Force Community Stream. Das heißt für mich jetzt an der Stelle, ich werde jetzt erstmal weiter trainieren. 1, 2, 3, 4, 5. So, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt hier weiter trainieren. Bis dahin, haut rein und tüdelö. 6, 7, 8, 9, 10, 11.